Moin, herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marschmap 3.0 ohne Gräben. Wir sind dabei, vom letzten Feld Stroh einzufahren. Unser Farmsilo ist aber rappel voll. Da sind fast 1 Million Liter Stroh drin. Und ich habe schon jetzt einige Ladungen Stroh zur Mischfutterfabrik gebracht. Und jetzt bringe ich gerade mal eben hier 2 Trailer voll, erstmal zur Pelletfabrik. Und da werde ich sicherlich noch mehr holen und dann werde ich sicherlich auch noch einiges zu Kompost verarbeiten lassen. Und dann müssen wir auch noch die Strohballen aufsammeln, die noch auf dem Feld 20 liegen. Aber erstmal ist jetzt hier wichtig, dass wir hier Strohplatz machen im Farmsilo. Sonst haben wir echt ein Problem. Dann kriegen wir das ganze Stroh gar nicht eingefahren. Weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Wofür wollte ich denn noch Stroh haben? Wo brauche ich denn noch Stroh? Gar nicht eigentlich, ne? Also außer... Jawohl! Außer jetzt, um Kompost zu machen. Oder um Mischfutter zu machen. Brauche ich doch sonst kein Stroh. Oh. So, Spawnplätze auf der Gemüsefarm sind voll. Müssen wir leer machen. Müssen auch noch Holz aus dem Wald holen. Mann, 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 Arbeit über Arbeit. Kommt man gar nicht hinterher. Na, wir fahren mal den anderen Weg. Laden hier Stroh ab. Pelletfabrik produziert wie blöde. Ich sehe nichts. Ja. Fehlkonstruktion. Falscher Dolly wahrscheinlich. Eigentlich bin ich schuld. Oh, der andere hat nur noch 60% Stroh drin. Warum? Ah, er wendet wahrscheinlich gerade. In der Zwischenzeit springen wir mal rüber zu dem Traktor. Dem fahren wir nämlich jetzt noch mal ein bisschen Mischfutter weg. Mischration. Hier konnte nicht mehr produziert werden, weil Mischration voll war. Bevor ich das dann irgendwie umlager in diese andere Halle und dann anfange mit dem Radlader das da wieder rauszuschaufeln, kann ich es auch lieber gleich in Farmsilo bringen. Ja, das geht ja auch. Da haben wir ja ein bisschen Platz. Ohne Licht auf ein bisschen. Und ihn hier lassen wir jetzt gleich erstmal Stroh zum Kompost fahren. Ein paar Fuhren. Haben wir zwar schon, aber was soll ich sonst mit dem ganzen Stroh machen? So viele Pellets kann ich ja auch gar nicht produzieren. Wir haben schon so viele Pellets aus dem bisschen produziert, wobei die jetzt wohl ein bisschen mehr verbraucht, die Pelletfabrik. Der Version 3.0, aber... Mischration, wie viel haben wir denn dann an Mischration hier drin? Hier auf. Hinten? So weit auf. Gar nicht mit. Schnitzel. Egal. Wir fahren jetzt Stroh zum Kompost. Können wir eigentlich schon fast 2 Fahrzeuge einsetzen, wobei das, glaube ich, in Chaos übergeht, die dann Kompost rückwärts rangieren müssen. Ich glaube, das geht nicht gut.
Hofsilo, Kompost. Oh. Durchläufe können wir erstmal machen. Abfahrer einstellen, nächsten Wegpunkt. Schon sollten wir hier zumindest ein bisschen Platz schaffen können. Ja, ich weiß, der kommt da schon wieder. Der wird das gar nicht wieder alles los. Wir arbeiten ja dran. Jetzt mein... Gucken wir uns das mal an. 71.500 passt darauf. Das ist ja auch ein geiler Mod. Nein, da passt mehr drauf als auf meine großen... Auf meine großen Kipper. Kann ich ja mit dem besser fahren. Kann ich da zwei hintereinander hängen? Ist ja unfassbar. Na, wenigstens kriege ich ihn komplett leer. So, wo ist mein MAN? Ah, Milch. Wir können mal wieder Milch auflaufen lassen. Jo, der wird voll. Sehr schön. Können wir dann auch gleich mal wegbringen. Irgendwo ist jetzt hier mein MAN. Ist leer. Jetzt fahren wir mal zurück zum Hof. Die paar Hackschnitzel nehmen wir jetzt nicht mit. Das können wir nachher machen. Nachher können wir auch mal hier richtig Kompost fahren. Hierher und auch zur Obstfarm. Da können wir dann erstmal die schön die neuen Silos auffüllen. Dann packen wir uns bei jeder Obstfarm einen von meinen kleinen Trailern hin. Wir haben auch so kleine, süße, schnuckelige Trailer. Die stellen wir uns dann bei der Obstfarm und bei der Gemüsefarm einen hin. Weil sonst brauche ich die eigentlich für nichts, weil da nichts reingeht. Aber da bin ich da dann recht flexibel und recht mobil mit. Dann kaufen wir uns noch einen kleinen Traktor für die Obstfarm, für die Gemüsefarm. Und kaufen uns auch noch vielleicht noch ein Wasserfass. Und dann sind wir da autark, da brauchen wir uns da um nichts mehr kümmern. Ihr versteht, was ich meine. Wollen wir jetzt nochmal so eine Ladung Stroh? Ja, aber. Was weiß ich, wie viel da auf dem Feld noch liegt. Kann ich nicht sagen. Also. Hier nochmal Stroh rein. Ach, es ist so viel zu tun. So viel zu bedenken. Die Cultivator Density müssen wir auch noch austauschen. Das mache ich aber nachher irgendwann mal zwischen zwei Aufnahmesessions. Gucken wir erstmal, dass wir hier alles eingefahren kriegen. Dass wir hier auch das Armsilo zumindest vom Stroh so ein bisschen befreien. Jawohl, einer ist voll. Der zweite folgt sogleich. Ja, die Hackschnitzel habe ich mir gedacht, die bewahre ich auf. Die bringe ich dann nach und nach mal zur Zeltstofffabrik. Vielleicht kann ich da auch mal einen Cosplay-Kurs aufzeichnen, der da hinfährt. Gucken wir mal. Ja, da haben wir auch fast 1 Million Liter Hackschnitzel. Wenn ich jetzt wieder mit der Palettenproduktion anfange, da kriegen wir ja noch wieder so viele Hackschnitzel dazu. Könnten wir zwar auch zu Pellets verarbeiten, aber Stroh kriegen wir nicht zu Zellstoff, aber Hackschnitzel schon. Daher mache ich das dann lieber in der Reihenfolge. Na los, 118.000, wir sind voll. Machen wir jetzt wieder zur Holzverarbeitung. Zweite Ladung Stroh hin. Dann lassen wir wieder Pellets machen. Und an Pellets habe ich mich dumm und dämlich verdient. Letztes Mal. Ich habe aber, glaube ich, 5 Trailer Pellets verkauft. Zusätzlich noch einen Trailer Bierfässer und einen Trailer Bierkästen. Und habe damit fast 5 Millionen Euro. Sogar über 5 Millionen Euro verdient. Das ist natürlich echt
Kohle bringt, auch wenn es für Pellets im Augenblick gar nicht so viel gibt. Aber wobei der Preis ist. Ich wollte gerade sagen. Ich war an der Zeile verrutscht. Ich wollte gerade sagen, was? Pellets gibt 20.000 pro 1000 Liter? Ne, das ist Wolle. Pellets gibt es aber 3061. Zuletzt habe ich für 2300 noch was verkauft. Nicht so viel. Naja, Kohle haben wir im Moment noch. Müssen im Moment nichts verkaufen. Da drängt das im Moment nicht. Wir müssen hier nur zusehen, dass wir hier unsere ganzen Produktionsstätten in Gang kriegen und frei kriegen. Hier auch mal wieder durchfahren und Paletten holen. Dann vielleicht ins Zentrallager bringen. Ich bin ja von diesem Konzept mit dem Hofladen doch noch nicht so überzeugt. Das dauert alles. Aber ich kann mir auch nicht immer nur das Zentrallager vollmüllen, bis es nicht mehr geht. Da habe ich, glaube ich, auch noch Pellets drin. Zentrallager. Das weiß ich jetzt gar nicht. Bin gerade ehrlich gesagt gar nicht sicher. Also mit diesen ganzen Produktionen, die es hier auf der Map gibt, ist das inzwischen schon, obwohl es eine einfache Map ist, finde ich schon fast eine Aufgabe für Multiplayer oder zumindest für Extrem-Cosplay. Bin dann mal auf die Vierfach-Map gespannt, die ja auch irgendwann erscheinen sollte, ich sag jetzt mal dieses Jahr noch. Wie das da dann aussieht, da hat man alleine wahrscheinlich, sieht man überhaupt keine Sonne mehr. Aber ich meine, man muss ja nicht alles bedienen. Man muss sich auch nicht bekloppt machen. Das ist ja auch so. Aber oh, ich schau mal. Wir holen uns jetzt hier noch so eine Ladung Stroh. Machen nochmal voll. Zwischendurch bringen wir aber jetzt mal die Milch erstmal weg, weil dann kann die Molkerei nämlich arbeiten. Ja, ich weiß, das hätte ich auch hier automatisieren können mit Cosplay, aber mit so einem großen Gespann und der Enge bin ich da mal ein bisschen vorsichtig. Da greife ich dann nachher doch zu viel ein und ich will ja auch nicht alles automatisieren. Ich möchte ja auch was selber machen. Und ich kann im Moment sowieso nichts großartig anderes machen, weil ich ja die Cultivator Density noch zurücksetzen muss. Das sagte ich ja schon. Und deshalb fahren wir jetzt zum Hof, lassen hier den ersten Trailer volllaufen und in der Zwischenzeit bringe ich dann mal den Milch-LKW zur Molkerei. Dann können die nämlich weiter produzieren. Wir haben dann schöne Sachen, die wir zur Bäckerei bringen können und die wir notfalls auch einlagern können. Es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit einzulagern. Auch wenn ich jetzt hier natürlich den Platz blockiere für meinen Silo-Fahrer. Was natürlich ärgerlich ist. Für meinen Kompostfahrer meine ich natürlich. Aber jetzt treiben die Kühe. Und die macht sauber. Fünftig so. Und ab geht's zur Molkerei. Fahrer wird sicherlich gleich meckern, dass er am Verkehr feststeckt. Weil wir natürlich hier unterwegs sind. Und der MAN da im Weg steht. Aber hey, ist wie es ist. Was ist denn hier noch zu tun? Naja, so viel ist es auch nicht mehr.
Jungs. Ihr braucht Milch, ich weiß. Ihr könnt nicht weiter produzieren. Das soll's gewesen sein. Das Ausladen mache ich in der nächsten Folge. Sag ich ja, mein Vario steckt im Verkehr fest. Ist klar, der wartet da hinten auf meinen MAN. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich über ein Like oder einen Kommentar freuen oder wenn ihr mich abonniert. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder und tschüss.